Hallöchen und Fick. Und willkommen zu einer neuen Runde hier auf dem Sub-Server. Wenn ihr mitspielen wollt, so bevor ihr das vergesst, wenn ihr mitspielen wollt, unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Aber Leute, es gibt wieder ein Community-Theaterstück. Ihr habt es so gefeiert, die erste Folge, die davon kam. Ich verlinke euch auch in der Infobox Endcard. Schaut einfach mal rein. Ihr habt die Folge wirklich, wirklich gefeiert. Und deswegen haben sich die Herren, die sich Churlies nennen, wieder hingesetzt und komplett in Survival, ich habe nicht nachgeholfen, komplett in Survival, haben die ein weiteres Theaterstück gebaut, welches sich jetzt wahrscheinlich über mehrere Parts ziehen wird. Das heißt, morgen kommt ein weiterer Part davon. Ja, ich weiß selber nicht, was passiert. Ich bin gleich Zuschauer. Ich gehe gleich da ins Theater rein. Am Hintergrund seht ihr es gerade. Da werde ich jetzt gleich reingehen und ich bin gespannt, was mich heute für eine Geschichte, für eine Story, für ein Theater erwarten wird. So, let's go. Und wunderschönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern Ticket für die heutige Show. Oh ja, sehr gern. Das war denn 10 Dias. 10 Dias? Ja, Moment, 10 Dias. Ja, klar, die habe ich. Ach, wo habe ich die denn? Wo habe ich den hingepackt? Ja, hier, genau, da. Viel Spaß damit. Na? Schön. Und so, eine Person? Eine Person, ja, bitte. Alles klar. Darf man Getränke mitbringen? Getränke mitbringen sehen wir eigentlich eher ungern. Weil also können wir den auf. Ich habe letztes Mal habe ich nur Wasser. Ach, gibt's den schon diesmal gegen den Mann? Okay, ja, dann hier viel Spaß mit. Ich mache euch für ein System. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Ich hätte gern, haben wir denn da Pommes? American Cookies? Kandierte Äpfel? Coca-Cola? Ah, ich hätte eine Cola. Das nächste Mal wünsche ich mir übrigens Sprite, wenn sie haben immer noch keine Sprite im Angebot. Ich wollte letztes Mal schon eine Sprite haben und da habe ich nur Wasser bekommen. Da würde ich mich leicht beschweren. Ich nehme eine Cola und Pommes. Macht einmal für die Cola zwei Diamanten. Okay. Wenn sie die Flasche wiederbringen, kriegen sie einen Diamant zurück. Okay, und Pommes und für einen Diamant, auch einen Diamant. Ja, okay. Da 5 Diamanten würde. Ah, 5 Diamanten, okay, kriege. Jeder 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ja, der Rest ist Trinkgeld. Ah, perfekt, vielen Dank. Ah, oh, danke. Geile Pommes. Tschüss, danke. Jetzt was. Welches Kino muss ich? Wo ist die heutige Show? Hallo? Einen kleinen Moment, warten Sie. Ah, so. Kommen Sie mit. Ah, okay, ich werde wieder zum Platz gebracht. Ja, das ist gut. Den Gang hier weiter folgen. Ich werde nämlich noch in der anderen Abteilung gebraucht. Okay. Einfach den Gang vor. Okay, Trichin, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Uiuiuiui. Guten Tag. Jetzt nehme ich den jetzt am sinnvollsten hin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie herzlichst willkommen heißen in unserem neuen Kinosaal zur Premiere des ersten Teils unseres neuen Stückes. Du Schatz? Ja? Hast du auch den komischen Film gestern gesehen? Ja, der mit dem kleinen Drache, den komischen. Ja, und mit den komischen Typen da mit diesen Kulleraugen. Ja, das war ein Vogel, ey. Ja, Wahnsinn, ne? Und die 7 Zwerge noch dazu. Ganz komisch, ganz komisch. Aber Schatz, weil wir gerade bei der Bank sind, hat Jeremy Pascal noch ein Gewand? Nee, die passen ihm nicht mehr, die Kleider. Okay. Ja komm, dann lass uns geschwind ein Geld abheben, dass wir einkaufen können. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ja, guten Tag. Was gibt's? Ja, wir bräuchten bitte 200 Euro, ja? Hier haben Sie meine Bankomatkarte. Okay. Tut mir leid, es sind 600 Euro im Minus. Also bevor Sie irgendwas abheben, sollten Sie erstmal einzahlen. Bitte was? Also, wenn ich mich nochmal wiederholen muss... Ich sag, die Frau hat alles verballert, das Geld! Sie sind mit 600 Euro im Minus. Wie kann sie abheben, nur? Müssen sie erstmal einzahlen. Schatz? Ja? Was hast du gekauft? Gut, aber wenn sie jetzt gerade das Geld nicht dabei haben, könnten sie es bitte draußen besprechen. Ich habe noch ein bisschen Bürokram zu erledigen. Ja, ich rede nur mit meiner Frau. Ja, gut. Was hast du getan? Nichts.
Wie nichts? Wo ist das Geld hin? Ja, es gab halt vorgestern so ein Angebot bei McDonald's. Wie Angebot bei McDonald's? Hallo, es gab 20er Chicken Nuggets zum halben Preis. Das heißt, du hast für 200 Euro Chicken Nuggets gekauft? Das ist richtig. Jetzt haben wir genug zu essen. Ja, und Jeremy Pascal ist nackt? Naja, dafür hat er jetzt Chicken Nuggets. Oh. Oh. Ja. Die waren aber im Angebot halt, da musste ich zuschlagen. Ja, ja. Ja. Aber wir könnten eines machen. Was denn? Könnten die Bank überfallen. Nein, das können wir doch nicht machen. Aber Jeremy Brand. Ah, ja. Buch ist es wert. Ja, okay. Überfall. Ja, moin. Überfall. Haben Sie das Geld dabei diesmal zum Einfallen? Nein, das ist ein Überfall. Geben Sie das ganze Geld raus. Überfall? Sie haben nicht mal eine Waffe dabei. Jetzt können Sie bitte vom Tresen runterkommen? Sie haben dreckige Schuhe. Nein, das Geld her, jetzt. Warum? Ich habe jetzt gerade keinen Schlüssel da für den Tresor. Ja, und wer hat einen Schlüssel? Da müsste ich anrufen und die informieren. Aber ich habe demnächst auch Mittagspause und könnt ein Kärtchen da lassen, dann rufe ich sie an, sobald der Schlüssel da ist. Hey, I just met you and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Komm, lass uns gehen. Okay, wiedersehen. Tschüss. Okay, dann muss ich jetzt ganz schnell die Polizei anrufen. Polizeistelle Zentral Hannover. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Es waren gerade zwei Diebe hier. Die waren nicht ganz safe. die haben gemeint, sie wollen mich überfallen, hatten keine Waffen dabei. Könnten Sie bitte vorbeikommen? Ich müsste die nur anrufen, dann kommen die direkt wieder her. Das ist die Europäische Zentralbank. Guten Tag, hier ist die Polizei. Oh, Sie hatten uns gerufen? Ja, gut, dass Sie so schnell kommen konnten. Folgendes. Wie gesagt, am Telefon schon. Da waren gerade zwei Diebe hier, die wollten mich überfallen, hatten aber keine Waffen dabei. Ich muss die theoretisch nur anrufen, dann kommen die wieder her, weil die so blöd waren und mir die Telefonnummer gegeben haben. Wenn Sie wollen, können Sie... falsch. Ja, weiß ich auch nicht. Aber gut. Wenn Sie wollen, können Sie sich im Schrank verstecken. Ich werde dann mit reingehen, um zu sagen, dass ich im Büro bin. Das habe ich denen nämlich vorgegaukelt, dass keine Gefahr für mich besteht. Wir werden hier reinkommen und können sie direkt festnehmen. Was halten Sie davon? Im Schrank. Naja. Ein Versuch ist es wert. Ja gut, wenn Sie diesmal bewaffnet sind, dann haben wir halt ein Problem, ne? Also kommen Sie ruhig mit. Boah. Lagern Sie hier. Jetzt, Menschen. So, ich telefoniere eben. Na, wo ist die Nummer? Da haben wir sie doch. Ob die wirklich so blöd sind, auf die Falle reinfallen? Ach, Idioten. Ja? Ja, hallo. Spreche ich hier mit den Bankräubern, die gerade da waren? Ja. Ja, gut, der Schlüsseldienst ist jetzt da, beziehungsweise der Chef, der einen Schlüssel mitgebracht hat. Sie könnten wiederkommen. Ich bin allerdings jetzt gerade hinten im Büro, deswegen, ich mache gerade Mittagspause. Ich habe einen Schlüssel rausgelegt. Ja. Okay, bis gleich. So, Mittagspause. Echt? Mittagspause irgendwo abzuhalten? Ja. Im Kleiderschrank. Vor allem im Kleiderschrank, ja. Platz hier, ich will nicht verstehen. Ist aber nicht so dick hier. Lassen aber ganz schön auf sich warten. Ich dachte, sie würden schnell hinkommen. Oh nein! Ja, weiß ich auch nicht. Hilfe! Ach, Matt, Sekunde. Oh. Ich geh mal eben gucken, ne? Scheinen ja nicht die Hellsten zu sein. Oh, sie kommen. Das ist ein Überfall. Hallo!
Kommen raus, Sie mit raus, der roten Rechten raus. Raus, raus, raus. Gehen Sie nach vorne, los. Ja, guten Tag nochmal. Ein Knüppel bitte noch. Ja, hier. Überfall jetzt. Überfall, ja, ich habe einen Schlüssel parat, hier ist er. Ich weiß nicht, ob es der richtige ist. Hoffen wir mal. Der passt nicht. Ja. Der passt nicht. Das ist schlecht. Es ist ungünstig. Kein Problem, ich habe meine Schlagbohrmaschine mit. Okay. Los! Ach. Hände hoch! Hier ist oh, Scheiße! Oh nein! Weg. Oh oh! Bleiben Sie stehen! Au! Sie. Au! Au! Au, oh, das tut weh! So. Mensch! Sagen Sie mal! Au! So, mitkommen hier! Oh. So, vorwärts mit Ihnen! Eine Arme! Mit Folgen haben! Also Mann. Ganz ehrlich, so selten dämliche Verbrecher habe ich echt Schatz, noch lange Schatz, musstest du da runterfahren? Ich auch nicht. Alles deine Schuld. Ich bin gerne wieder. Ich wünsche noch einen schönen nicht meine Tag. Schuld. Klar, was habe ich Ihnen noch für einen Mann geheiratet? Nee, ist nicht meine Schuld. Halten Sie die Klappe jetzt. Ja, scheiße, geil. Ihr seid bescheuert. Out of Bloom, yay! Ich fühle mich wie die Queen! Ah, ihr seid bescheuert. Das war cool, das war cool, das war cool. Ah, Leute, okay. Das gefällt mir. So soll das sein. So gefällt mir das. Leute, wenn euch das gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Ich hatte mega viel Spaß. Mir macht das richtig viel Spaß, hier zuzugucken. So muss ich mal nicht planen, sondern bin selber mal der Zuschauer und fühle mich so ein bisschen wie euch. Wie ihr, nicht wie euch, wie ihr. Deutsch habe ich jetzt auch noch so ein bisschen verlernt. Hat mir mega viel Spaß gemacht, war mega, mega cool. Danke an alle, die dabei waren, die hier das mitorganisiert haben und die hier mitgespielt haben, alles mega cool. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Bock auf mehr sowas habt, generell mehr Videos vom Subserver, alle Infos sind in der Beschreibung und lasst ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich da riesig drüber freuen und ja, schreibt in die Kommentare, wie fandet ihr das Theaterstück? Wie findet ihr die Idee generell? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Haut rein, bis dann. Tudelidu. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Na, tschüss.